Merhaba, Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan fiillerden Buchstabieren, Berechnen, Beginnen, Anklicken, Installieren fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan altı zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, tv, kitap, makale vs. de kullanılır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1 gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2 gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfect, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz buchstabieren. Hecelemek, harfleri hecelemek anlamına geliyor. Present, ich buchstabiere. Ben heceliyorum. Ich buchstabiere. Ich buchstabiere. Präteritum Ich buchstabierte. Ben heceliyordum, heceledim. Ich buchstabierte. Ich buchstabierte. Perfekt. Ich habe buchstabiert. Ben heceledim. Ich habe buchstabiert. Ich habe buchstabiert. Ich buchstabiere, ich buchstabiere, ich buchstabierte, ich buchstabierte, ich habe buchstabiert, ich habe buchstabiert. Futur Ich werde buchstabieren. Ich werde buchstabieren. Ich werde buchstabieren. Futuriki ich, ich werde buchstabiert haben. Ich werde buchstabiert haben. Ich werde buchstabiert haben. Plusquamperfekt ich hatte buchstabiert Ban Ich hatte Buchstabiert. Ich hatte buchstabiert. Te ich werde buchstabieren, ich werde buchstabieren, ich werde buchstabiert haben, ich werde buchstabiert haben. Ich hatte buchstabiert. Ich hatte buchstabiert. Örnek cümlemize geçelim. Ich habe ihren Namen nicht richtig verstanden. Können Sie ihn bitte noch einmal buchstabieren? İsminizi tam anlayamadım. Lütfen tekrar heceler misiniz? Ich habe Ihren Namen nicht richtig verstanden. Können Sie ihn bitte noch einmal buchstabieren? Ich habe Ihren Namen nicht richtig verstanden. Können Sie ihn bitte noch einmal buchstabieren? Dialphilemis, berechnen. hesaplamak hesaba katmak anlamına geliyor Präsens ich berechne ben hesaplıyorum ich berechne ich berechne Präteritum ich berechnete ben hesaplıyordum hesapladım ich berechnete ich berechnete Perfekt, ich, ich habe berechnet. Ich habe berechnet, ich habe berechnet. Ich berechne, ich berechne, ich berechnete, ich berechnete, ich habe berechnet. Ich habe berechnet. Futur bir, ich werde berechnen. Ben hesaplayacağım. Ich werde berechnen. Ich werde berechnen. Futuriki ich werde berechnet haben. Ben hesaplamış olacağım. Ich werde berechnet haben ich werde berechnet haben Plusquamperfekt. perfekt ich hatte berechnet beim hesaplamıştım. ich hatte berechnet ich hatte berechnet edelim. Ich, ich werde berechnen ich werde berechnen ich werde berechnet haben ich werde berechnet haben. Ich hatte berechnet. Ich hatte berechnet. Die Versicherung berechnete die Kosten der Reparatur, die durch den Wasserschaden entstanden waren, zu niedrig. şirketi Su hasarından kaynaklanan onarım maliyetini düşük hesapladı. Tekrar edelim. Die Versicherung berechnete die Kosten der Reparatur, die durch den Wasserschaden entstanden waren, zu niedrig. Diğer fiilimiz beginnen bir şeye başlamak anlamına geliyor. Beginnen düzensiz bir fiildir. Present, ich beginne. Ben başlıyorum. Ich beginne. Ich beginne. Präteritum, ich begann. Ben başlıyordum, ben başladım. Ich begann. Ich begann. Perfekt, ich habe begonnen. Ben verschwenden. Ich habe begonnen. Ich habe begonnen. Tekrar edelim. ich beginne. Ich beginne. Ich begann. Ich begann. Ich habe begonnen. Ich habe begonnen futur bir ich werde beginnen ben başlayacağım ich werde beginnen ich werde beginnen futuriki ich werde begonnen haben ben başlamış olacağım ich werde begonnen haben ich werde begonnen haben Plusquamperfekt Ich hatte begonnen Ich hatte begonnen Ich hatte begonnen Tekraridelem Ich werde beginnen Ich werde beginnen Ich werde begonnen haben Ich werde begonnen haben ich hatte begonnen. Ich hatte begonnen. Örnek cümlemize Die Konferenz begann aufgrund der schlechten Wetterbedingungen einen Tag später als geplant. Konferenz kötü hava koşulları nedeniyle planlanandan bir gün sonra başladı. Tekrar edelim. Die Konferenz begann aufgrund der schlechten Wetterbedingungen einen Tag später als geplant. Die Konferenz begann aufgrund der schlechten Wetterbedingungen einen Tag später als geplant. Lass uns mit der Arbeit beginnen. Hadi işe başlayalım. Tekrar edelim. Lass uns mit der Arbeit beginnen. Lass uns mit der Arbeit beginnen. Diğer bir fiilimiz anklicken. Bilgisayar kullanırken fareye veya düğmeye basmak, kliklemek, tıklamak anlamına geliyor. Anklicken ayrılabilir bir fiildir. Present, ich klicke an. Ben klikliyorum. Ich klicke an. Ich klicke an. Präteritum, ich klickte an. Ben klikliyordum, klikledim. Ich klickte an. Ich klickte an. Perfekt, Ich habe, angeklickt. Ben ich habe angeklickt ich habe angeklickt ich habe angeklickt ich klicke an ich klicke an ich klickte an ich klickte an ich habe angeklickt ich habe angeklickt futur ich werde anklicken banklick ich werde anklicken ich werde anklicken futuriki ich, 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 ich werde angeklickt haben Ben mich oder ich werde angeklickt haben ich werde angeklickt haben Plusquamperfekt ich hatte angeklickt ban mich stim. ich hatte angeklickt ich hatte angeklickt Dilim. Ich, ich werde anklicken ich werde anklicken ich werde angeklickt haben. Ich werde angeklickt haben. Ich hatte angeklickt, ich hatte angeklickt. Sie klickte die Webseite an, fand jedoch keine Antwort auf ihre Fragen. Web sie klickte die Webseite an, fand jedoch keine Antwort auf ihre Fragen. Sie klickte die Webseite an, fand jedoch keine Antwort auf ihre Fragen installieren. Bilgisayar kurmak, bilgisayarda bir şey kurmak, kurulumunu sağlamak, bir şey yüklemek anlamına geliyor. Präsens ich installiere. Ben yüklüyorum. Ich installiere. Ich installiere. Präteritum ich installierte. Ben yüklüyordum, yükledim. ich installierte ich installierte perfekt ich habe installiert ban jukledem. ich habe installiert ich habe installiert ich installiere ich installiere ich installierte ich installierte. Ich habe installiert. Ich habe installiert. Futurbir. Ich werde installieren. Banuklej. Ich, ich werde installieren. Ich werde installieren. Futuriki ich werde installiert haben ich werde installiert haben ich werde installiert haben plusquam perfekt. ich hatte installiert ich hatte installiert ich hatte installiert ich werde installieren ich werde installieren ich werde installiert haben ich werde installiert haben ich hatte installiert ich hatte installiert <lacht> <lacht> Kannst du bitte die Software auf meinem Computer installieren? Yazılımı bilgisayarıma yükleyebilir misin lütfen? Tekrar edelim. Kannst du bitte die Software auf meinem Computer installieren? Kannst du bitte die Software auf meinem Computer installieren? dersimizde yine çok kullanılan fiillerden buştabiren, berechnen, beginnen, anklicken, installieren fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.